Dann könnte wenigstens auch ich vielleicht noch Olympiasiegerin werden. So. Hallo zusammen, ich bin Fabienne Gier, Moderatorin bei SRF. Und weil ich jetzt dann auch das Sportpanorama moderiere, hat die Schweizer Illustrierte gefunden, wir machen ein Warm-up mit einem Haufen Sportfragen. Ich bin mega nervös. Erste Frage. Oh Gott, wer war der erste Fußball-Weltmeister? Brasilien, Uruguay oder Italien? Also, das Bauchgefühl würde natürlich zu Brasilien irgendwie verleiten. Habe ich aber das Gefühl, ist es einfach. Italien weiss ich nicht, ob die von Anfang an schon gut waren. Darum würde ich jetzt da mal aufs Exotischste gehen und würde sagen, es ist Uruguay. Yes! Sehr gut! Wer ist kein österreichischer Weltcup-Abfahrer? Gerhard Pfaffenbichler, Toni Kitzelhuber oder Harti Weirater? Also den Harti Weirater kenne ich als Papi von Tina, die ja bei uns bei SRF-Expertin ist. Er war sicher einer. Und bei diesen beiden hoffe ich, dass sie in dem Fall noch vor den 90er Jahren Ski gefahren sind, dass ich eine gute Ausrede habe, dass ich sie nicht kenne. Ich tippe darauf, dass der Gerhard Pfaffenbichler kein Weltcup-Fahrer war. Toni Kitzelhuber. Und so Jahreszahl? 1983. Ja, ja, gut. Also, das nehme ich jetzt als Entschuldigung. Dort war ich minus 60. Also, ich denke, es ist okay, dass ich mich jetzt an Gerhard nicht mehr erinnert habe. Welche von diesen grossen Kämpfen von Muhammad Ali hat es nicht gegeben? Thrilla in Manila. Clash for the Cash oder Rumble in the Jungle? Clash for the Cash klingt so, als hätten sie nur fürs Geld geboxt. Ich hoffe, dass es den nicht gegeben hat. Ach, Gott sei Dank, weil das... Ja, das wäre sonst, das ist schon gerade ein bisschen sehr oberflächlich gewesen. Welcher Schweizer Nazi-Spieler hat auf Instagram am meisten Follower? Der Sherdan Shaqiri, Jan Sommer oder der Granit Xhaka? Ich hätte auf einen Goalie getippt, weil ich denke, der ist vielleicht noch ein bisschen mehr im Fokus. Aber das Bauchgefühl sagt eher Granit Xhaka. Ja. Ja, aber ich finde, Jan Sommer ist natürlich einfach ein absoluter Sympathieträger. Muss ich Jan Sommer noch followen? Wenigstens einen mehr. Was war von 1912 bis 1948 eine olympische Disziplin? Fischen, Pferderennen oder Architektur? Also, ich fände es mega cool, wenn es Fischen gewesen wäre. Ich bin leidenschaftliche Fischerin. Könnte mir aber fast Pferderennen eher vorstellen. Architektur habe ich nicht das Gefühl. Komm, ich gehe mit dem Bauchgefühl. Fischen wäre cool und ich könnte mir immer vorstellen, dass es olympisch war. So Fliegenfischen, wer fängt den grössten, wer hat den kapitalsten? Vielleicht Fischen? Nein! Und wie misst man das? Schönste Haus, schnellst gebaute Haus? Hätte ich nicht gewusst. Oh, eine Ruderfrage. Oh oh. Der Ruderer Bobby Pierce hat 1928 bei den Olympischen Spielen während einem Rennen anhalten. Warum? Ja, habe ich knapp verpasst, 1928. Er musste Wasser aus dem Boot schöpfen. Er musste eine Pipi-Pause machen. Oder er musste eine Entenfamilie passieren lassen. Oh. Ich sage die Entenfamilie. Das wäre am herzigsten. Nein, wirklich. Das muss ich heute Abend meine Mama mal fragen, ob er das in Rio im Olympiafinale auch gemacht hat. Ob er angehalten hat für die Entli. Ich hoffe es schwer. Welches Instrument hat Roger Federer als Bub gespielt? Klavier, Gitarre oder Saxophon? Es sind natürlich sicher schon etwa die mal Medien darauf gekommen, ihn zu fragen, ob er das nicht nur mal machen könnte. Darum, das müsste es ja irgendwie bildlich oder so schon mal gegeben haben. Aber ich sehe es gerade nicht vor mir. Ich könnte mir ihn aber sehr gut am Klavier vorstellen. Also, dann muss der Roger an den nächsten Sports Awards Klavier spielen. Und ich habe es geschafft! Wow, und habe mich einigermaßen gut geschlagen. Ich freue mich auf das Sportpanorama und danke vielmals für die kreativen Fragen. Das mit der Architektur an den Olympischen Spielen, das gehe ich jetzt trainieren. Bin ich in Paris dabei.